Geht es um die Aufgabe 5 und 6 auf dem Arbeitsblatt. Familie Bachschmidt will sich einen neuen Videorekorder kaufen. Drei Angebote sind hier gegeben und die sollen verglichen werden, damit man das Günstigste herausfindet. Bei jeder Aufgabe ist es jetzt jeweils so, dass ich da irgendwelche Prozentangaben habe und ihr müsstet im Prinzip die Aufgabe Angebot 1, 2 und 3 jeweils getrennt rechnen. Hier heißt es, welches Angebot ist am günstigsten? Und dann müssen wir natürlich mal berechnen, wie sieht es bei den drei Angeboten aus. Also Aufgabe 5, Angebot 1, Römisch 1. Da ist ja der Preis 619 Euro und es wird 3% Skonto gegeben. 619 Euro, das ist der Preis, auf den sich dann dieses Skonto bezieht. Skonto ist so ein Spezialbegriff, der im Prinzip Rabatt bedeutet. Meistens kriegt man dieses Skonto, wenn man bar bezahlt oder innerhalb einer bestimmten Frist. Und hier gibt es 3% Skonto. Das ist also 3% Verringerung des Preises. Und dann muss ich umrechnen, wie viel Euro, um wie viel Euro wird dieser Preis verringert. Das heißt, Grundwert mal Prozentsatz gibt es W und das ist dann 619 Euro mal 3%. Das sind 18,57 Euro. Das heißt, der Preis hier bei Angebot 1 ist dann 619 Euro minus diese 18,57 Euro. Entweder ihr tippt das ein oder ihr nutzt wieder den Ergebnisspeicher mit der Ans-Taste. Und dann muss ich rechnen 619 minus Ans. Und das wären dann 600,43 Euro beim ersten Angebot. So, dann zum zweiten. Die Aufgabe hört sich ein bisschen anders an. Hier der Händler verlangt 692 Euro und gewährt 15% Rabatt. Das Konto ist wie Rabatt, also muss ich das gleiche nochmal machen. Das waren 692 Euro und es werden 15% Rabatt gewährt. Also auch wieder Verringerung. Mein Stift ist weg, da ist er. Und der Prozentwert ist wieder gesucht. Da es immer der gleiche ist, schreibe ich das. Jetzt habe ich hier gerade, ist ja 92, nicht 29. So rum. Also 692 Euro mal 15% und das sind 103,8 Euro. So viel wird es weniger. Dann ist der Preis also 692 Euro minus 103,8 Euro. Wir rechnen wieder mit der Ans-Taste. Und das sind dann
588,2 Euro. Also ist billiger als das erste Angebot schon mal. So, und hier jetzt. Hier heißt es, das Gerät wird für 520 plus Mehrwertsteuer angeboten. Das heißt, das ist mein Grundpreis und dazu kommt die Mehrwertsteuer. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was die hier in der Aufgabe als Mehrwertsteuer angeben. Bei uns ist nämlich die Mehrwertsteuer bei 19%. Ich würde sagen, wir verwenden die einfach auch mal. Okay. Der Grundpreis, das sind ja die 520 Euro. Und hier habe ich als Prozentsatzangabe die 19% Mehrwertsteuer. Und das ist dann die Erhöhung. So, ich schiebe mal das Blatt ein bisschen hoch. So, und dann wieder W gesucht. Und da nicht so viel Platz ist, machen wir das so rum. Mal 19%. Und das sind dann 98,8 Euro. Und dann ist der Preis hier, also die 520 Euro, diesmal plus diesen Betrag hier. Ich nutze wieder den Ergebnisspeicher mit der ANS-Taste und 520 plus ANS und das ist 618,8 Euro. So, und dann haben wir hier die drei Werte. Also am günstigsten ist also dieses hier, dieses Angebot. Das nächstgünstigste wäre das und dieses hier ist am teuersten. Ja, also man muss am besten schon nachrechnen, weil das sieht hier recht günstig aus. 3%, naja, wird ein bisschen weniger. Hier, oh, sehr viel. Gut, es kommt zwar viel ab. Ah, und da kommt tatsächlich der niedrigste Preis aus, ne? Und hier diese 19% Mehrwertsteuer dazu, das ist schon relativ viel. Ich sehe gerade hier auf meinem Lösungsblatt, haben die wohl einen anderen Mehrwertsteuersatz gehabt. Aber das Ergebnis, dass das zweite Angebot am günstigsten ist, bleibt das gleiche. So, noch zur Aufgabe. Wo waren wir gerade bei 5? Also kommt noch die Aufgabe 6 dran. Jo. Hier haben wir es, ne? Wenn die Mehrwertsteuer von 16 auf 19% erhöht wird, um wie viel Prozent steigt dann die Mehrwertsteuer? Also das war wohl damals noch am Anfang, also als diese Aufgaben erstellt wurden, da waren sie noch auf 16% und dann wurde sie 2006 wohl auf 19% erhöht. Und um wie viel Prozent steigt dann die Mehrwertsteuer? Das Knifflige ist jetzt hier, ich habe lauter Prozentangaben. Zwei sind gegeben und eine sind gesucht. Aber diese Prozentangaben sind Prozent Mehrwertsteuer. Und das ist Prozent Veränderung. So, Aufgabe 6. Also, ich lege mir mal eine Tabelle an. Das scheint mir hier ganz sinnvoll, damit man da also besser den Überblick behält. Einmal eine Prozentangabe, die sich auf die Mehrwertsteuer erzieht. Und einmal eine Prozentaufgabe, wie viel ist das? So,
Jetzt gehe ich aus, Mehrwertsteuersatz von 19%. Und um wie viel wird er erhöht, damit er auf 19% kommt? Wie viel Prozent sind das? Ich habe zunächst mal als Grundwert die 16%. Das ist mein G. Und die entsprechen dem aktuellen Wert von 100%. Das ist eben der Grundwert. Und jetzt wird das Ganze ja erhöht auf 19% von 16, von 16% auf 19% habe ich eine Zunahme von plus 3%. Achtung, das ist jetzt nicht unser Ansatz, den wir sonst haben. So, und diese, wie viel diese 3% Mehrwertsteuerzunahme entsprechen, das muss ich herausfinden. Und hier lohnt sich sicherlich dann gleich in der Tabelle zu bleiben. Da habe ich geteilt durch 16 und dann mal 3. Hundert geteilt durch 16 ergibt 6,25 und das Ganze mal 3 ist 18,75. So, das heißt, wenn ich von 16 auf 19% das Ganze erhöhe, wird es um 3% mehr und 3% mehr entspricht einer Erhöhung um 18,75. Ja, in der Lösung wird 19% angegeben. Das ist also eben ungefähr 19%. Also die Mehrwertsteuer wurde um 19% erhöht, denn die Mehrwertsteuer war vorher bei 16% und dann bei 19%. Und diese Zunahme um 3 Punkte entspricht einer Erhöhung von etwa 19%.